Da bin ich wieder, Freunde, hier beim Pokertisch. Jawohl, ihr habt richtig gehört, ich muss pokern. So, 500 für Anfänger. Ja, gut, ja, nehmen wir das. 500 für Anfänger. Sollte reichen, ne? So. Okay. Hold. Hand ansehen. 7 und Bube, okay. Ich gehe mit. Call. Ich werde mitgehen. Ich check mal. Okay. Ich check mal. Ich check mal. Bube 7. Bube 7 König. Hm, scheiße. Ach Gott, ach Gott. Würzen wir den Pott. Ich passe. Ich bin raus. So. $80, naja. So viel Glück habe ich sonst nie. Also ich fast gar nichts noch. Muss noch einiges machen. 20 Chips. Big Blind. So. 4er und 10er. Das ist ja ganz schlecht. Alter. Call. Call. Ich erhöhe, aber hallo. Ich werde mitgehen. Na, Moment mal. Erhöhe. Ich calle. Ich erhöhe. Ich passe. Das ist ja übel. Ich calle. Da gehe ich mit. Alter, wie viel soll ich denn da noch weghauen, ey? Mann. Gibt's ja nicht. Komm, gib mir einen 10er. Jawoll! Check. Ja, mein Lieber, jetzt geht's ab hier. Jetzt geht's aber richtig ab. So. Erstmal 100 setzt hier. Oder nein? Erhöhe. 85. All in. All in. Scheiße. So, er auch ein 10er Paar oder was? Fuck. Nein! Verdammt. Verdammt! Alter, wir sollen das machen! Ich glaub nicht, dass ich gewonnen hab. Ist ja scheiße. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, nee, das kann aber nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein, ey. Warum geht das jetzt nicht auf? Bube und Fünfer, Mann. Ich habe mir gedacht, die gehen nämlich alle gleich. Quasi. Ich calle. Ich werde mitgehen. Ja, scheiße. Das Blatt ist scheiße. Scheiße. Checke. Checke. Scheiß drauf, ey. Ey, ich hab ein scheiß Blatt. Das geht gar nicht. Check. Ja, schaut jetzt das mal an, ey. 2,8er, 2,4er. Ich meine, was will man da machen? Das geht ja gar nicht. Ja, Dame hilft mir auch nichts. Ich weiß dich. Das ist scheiße. Passe. Alles klar. Das ist natürlich scheiße, wenn man da $300 insgesamt schaffen muss, um den das so um die Halskette zu kriegen. Das ist gemein. Mann. Ich bin all in. Call. Ich checke. Ich werde checken. Ich check mal. Ich
kann ja nichts mehr machen, ne? Ich check mal. Checke. Ich checke. Check. Was ist denn? Scheiße. Nice! Sidepot gewonnen. Mann. Nächster Pot. Mainpot gewonnen. Wahnsinn! Ach Gott, oh Gott. Das konnte nichts werden. Alles klar. 15 Dollar gerade mal spielt. Das ist scheiße. Ja Leute, das kann sich natürlich noch etwas hinzögern, also ich werde hier auf jeden Fall mal einen Cut machen. Ich weiß nicht, wie lange das hier noch weitergehen wird. Viele werden wahrscheinlich sagen, oh Gott, Poker ist ja scheiße. Ja, geht mir auch so. Ich weiß nicht, wie lange das noch dauert. Ich werde hier auf jeden Fall erstmal einen Cut machen. Also dann, Freunde. Ich bin raus. Ich erhöhe, aber hallo. Bis gleich. Ja, Leute, so sieht's aus, meine Lieben. Ich habe es geschafft. Ja, man musste einfach nur, was ich vorher überhaupt nicht gecheckt habe. Ich musste alle drei Spieler, die am Tisch mit mir saßen, musste ich voll ausnehmen. Und das habe ich am Anfang gar nicht gecheckt. Ich bin dann irgendwann aufgestanden und habe mir gedacht, okay, jetzt habe ich mehr als 300 Dollar erspielt, sollte also reichen. Aber nein, das ging dann noch nicht. Von daher habe ich gedacht, okay, muss ich anscheinend weiter zocken. Der Punkt war immer noch am Pokertisch und dann auf einmal habe ich erst gecheckt, ich muss wahrscheinlich alle drei, die mir am Pokertisch sitzen, ausnehmen und damit das Geld des Glücksspielers zurückgewinnen. So habe ich es auch geschafft. So, perfekt. Vielen Dank fürs Spielen. Vielen Dank. So. So schnell kann es gehen. Wunderbar. Jetzt habe ich das auch erledigt. So. Da, bitteschön. Na, gewonnen? Haben Sie geheult wie kleine Mädchen? Ja, ich habe gewonnen. Die heulen. Sehr gut. Jetzt gehe ich rein und vermöbel Sie. So. Stiehl dem Betrunkenen die Uhr. Okay. Er ist anscheinend da irgendwo draußen. Naja, es wird ein leichtes, dem die Uhr zu stehen, glaube ich. Es wird ein leichtes. So, Hallöchen, lieber betrunkener Typ, ey. Wenigstens ist das nicht die Insel mit den Atombombentests. Hallo, Soldat. So, perfekt. Haben wir das auch erledigt. Leiche plündern. Uhr, so. Die Uhr haben wir. Jetzt brauchen wir nur noch den anderen Gegenstand. Ich glaube drei Typen waren es, ne, die ich bestehen sollte. Drei Typen. Da, der gehört mir. Pass ihn nicht an. Ist mir egal, wie viele Ziele du siehst. Du siehst erst, wenn ich es sage. Wie du meinst. Wer dich nicht mit Schießen bezahlt, erst schießen, dann fragen. Die oder ich. So einfach. Scheiße. Rücke vor, Deckel. Das zahle ich dir heiß. Zum Geier. Rücke vor, deckt mich! Den fackel ich ab! So, erledigt. Und warum hat das wieder nicht funktioniert mit dem Takedown? Ich bin auch extra auf ihn draufgesprungen und hab dann F gedrückt und trotzdem führt er den Takedown nicht aus. Scheiße. Wieder nichts geworden. Mann. Ich
glaube, das wird generell nichts mehr. Habe ich so das Gefühl. So, okay. Jetzt kann ich dem alles wieder zurückbringen. Bringe die Erbstücke zurück zu Seto. Perfekt, das machen wir auch gleich. So, lieber Seto. Herzlichen Glückwunsch. Hey, hast du halt dein Zeug Sache. Ist kein Zeugs. Ein Mann braucht Kontakt zur Vergangenheit oder seine Zukunft ist wertlos. Hier, das ist für deine Hilfe. Jederzeit. Gut, dann bis später, Peter. Ich hau jetzt ab, bevor mich die Piraten suchen. Viel Glück. Ja, mein Name ist übrigens nicht Peter, ja? So, mein Name ist Jason. Jason Brody. So, perfekt. Haben wir das erledigt? Ja. Jetzt würde ich mal sagen, geht's weiter mit der Story. Denn im Grunde genommen... Wobei, naja, nee. Nee, ich mache noch was ganz anderes. Ich übernehme noch einen Aussichtspunkt, der mir noch sehr wichtig erscheint. Und dann geht's aber wirklich weiter mit der Story, weil dann habe ich auf jeden Fall einiges gemacht. Alles wird wieder was gut. Notwendig ist. Dann. So, okay. Hier. Diesen Aussichtspunkt möchte ich nämlich noch erledigt haben. So, bin ich das richtig? Ich weiß es nicht. Da steigt Rauch auf, das ist schon mal sehr schön. So. Okay Leute, aber bevor wir hier weitermachen, würde ich sagen, beende ich diese Folge. Dann schauen wir uns in der nächsten Folge weiter hierhin um und schauen uns diesen einen Aussichtspunkt erledigen können, der da unten ist. Ich hoffe, er ist nicht allzu schwierig zu meistern. Okay. Suchen wir auf jeden Fall noch einen guten Aussichtspunkt hier. Aussichtspunkt muss ich einen guten haben. Sonst kann das ja nichts werden. So. Okay, Leute. Wie gesagt, ich mache hier eine kurze Pause. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es weitergeht, hier bei Let's Play Far Cry 3. Bis dann.